Wie war das noch mal? Yo, was geht? Man sieht, glaube ich, zu viel von mir jetzt, oder? Ich bin wieder da. Ich musste untertauchen wegen dem Pulli. Und ja, es fiel mir nicht leicht, darüber zu sprechen, denn ich habe dann eine Therapie angefangen. Ich habe natürlich, ich habe das genutzt, die Zeit habe ich genutzt, in Therapie zu gehen, denn es war ja nicht nur alleine die Geschichte, die mich so umgehauen hat, waren dann auch die Träume. Und dann musste ich dem Therapeuten, nee, der Therapeut, Moment, wie war das nochmal? Jedenfalls in dem letzten Jahr musste dieser Therapeut, ja, es war ein Mann, also ich habe halt gemerkt, dass die Leute wissen wollen, ob es männlich, weiblich, divers ist. They, them, she, he, she, it, das S muss mit, mäßig. Und, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Wir haben ja mehrere Tage Zeit, oder? Da komme ich auch schon wieder direkt ins Schwitzen, weil man darf halt keine Fehler mehr machen. Bestes Beispiel, der Wollpulli. Das sieht man in dem anderen Video, da zeige ich jetzt mal hoch. Das habe ich nämlich in anderen Videos gesehen, dass die das machen. Zeigen die so hoch. Kann ich nochmal anfangen? Ich kriege auch keine Luft darunter, das war auch Thema. Dann kam auch noch dazu, dass man Maske tragen musste. Dann habe ich halt das angehabt, eine Maske und dann nochmal ein Tuch, um geschützt zu sein. Dann hat sich auch immer meine Brille beschlagen. Also wie ihr merkt, hatte ich es nicht leicht. Auspacken wollte ich ja. Ich fange nochmal an, ja? Jo, was geht? Ich wollte meine Masken auspacken, also die ganzen Schichten wollte ich auspacken. Und das ist, glaube ich, meine Geschichte. Die Geschichte vom Auspacken der Masken. Bleibt gesund, sondern schützt euch. Weil gesund sein ist nochmal was anderes. Und gesund bleiben auch. Und, weiß nicht, darf ich das hier sagen? Kriegt man keine Antwort. Man wird alleine gelassen. Egal was. Was für einen Tag haben wir?